Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 3. So, in den letzten Aufnahmen haben wir Tully und Legion wieder zurückbekommen, wo ich mich übrigens übelst drüber freue. Die zwei stehen hier auch überall rum. Da oben haben wir Tully, hier haben wir irgendwo, da haben wir Legion. Die sind also beide endlich wieder da, juhu! Und ja, genauso hat Nemasuk mir wieder ein paar Tipps gegeben. Nämlich ist Miranda praktisch gar nicht direkt im Spectre-Raum der Zitadelle, sondern über Videoschaltung. Cortez ist nicht da, wo wir geguckt haben, sondern ein Stockwerk darüber. Und ja, ich denke, das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen, vorausgesetzt, wir können das noch machen. Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Oh. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Gedenkfeier. Kolyat Krios. Oh, Gedenkfeier für Thane. Commander, ich war etwas überrascht, als der Rat mir mitgeteilt hat, dass er etwas abhalten möchte, das die Menschen eine Gedenkfeier nennen. Wo sie stattfindet, ist sekundär, aber wichtig ist, wer daran teilnimmt. Ich möchte, dass Sie kommen, zusammen mit allen von der Normandie, die meinen Vater kannten. Ich habe gelesen, dass man bei den Gedenkfeiern der Menschen etwas Gutes über die Toten sagt. Es scheint mir angemessen, dass Sie als Commander der Normandie diese Aufgabe übernehmen. Ich will offen sein. Ich bin zu nervös dafür, denn ich könnte möglicherweise vor allen Anwesenden eine unangebrachte Erinnerung wiedergeben. Vielen Dank, es würde mir viel bedeuten. Ja, wir wissen ja, wie diese Art, sag ich mal, gerne mal die Erinnerungen wiedergibt. Ne? Wir kennen das ja vom zweiten Teil schon. Da könnte tatsächlich irgendwas passieren, ne? Wie wäre es mit Ausgehen und Normalsein von Kaidan? Wissen Sie, was Sie brauchen, Shepard? Einen Abend, wo Sie einfach nur rumhängen und versuchen, ein paar Stunden lang normal zu sein. Wir könnten was essen und danach gehen wir runter zum Strip oder sonst irgendwas. Geben Sie mir Bescheid. Ah ja, Nemasuk hat mir übrigens auch erzählt, wären wir keine dreimal bei Kaidan im Krankenhaus gewesen und hätten ihn besucht, wäre er bei dem Angriff der Citadel gestorben. Also dann hätte er... wie hieß der? Dann hätte er den Menschenbotschafter, den wo wir irgendwie alle nicht gemocht haben, dann hätte der den beschützt gegen uns und wir hätten ihn dann getötet. Ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben, lieber Nemasuk. Wenn nicht, dann korrigier das gerade bitte nochmal in den Kommentaren unten und dann korrigiere ich das dann nochmal in der folgenden Aufnahme. So, ein Heilmittel von Malon Heplorn. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage geheilt haben und dass einige der Frauen aus meinen Experimenten daran beteiligt waren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, in der ich nicht über die Ereignisse auf Tuchanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Ja, das ist dieses Arschloch, das diese ganze Folter und Qual verursacht hat. Diese Nachricht nun rückt all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, in ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wiederzutreffen, um sie um Verzeihung zu bitten. Nachdem sie Dr. Solus überzeugt haben, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, das würde helfen, alles wieder gut zu machen, was ich angerichtet hatte. Aber ich musste wieder weg, als der Raylock-Clan von meinem Aufenthaltsort erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern. Vielleicht lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben Sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet, Commander. In aufrichtiger Dankbarkeit, Malon Heplorn. Also ist er scheinbar gar nicht so ein herzloses Arschloch, wenn er uns hier so ein Briefchen schickt. Ich meine, ich... begrüße nicht, was er getan hat. Er hat aber, glaube ich, wesentlich dazu beigetragen, halt die Genophage zu heilen. Auch wenn es ein fragwürdiges Unterfangen war. Die
Migrantenflotte, Cuddy. Achso, hier kann man eh nichts tun. So, wir schauen mal, ob es wieder irgendwas Neues gibt. Wo wir neue Sachen zum Beispiel kriegen könnten. Valhalla-Grenze, Würgeschlund, Halbmond, Isma, Ödland, Nimbus, Athene, Serpent, Treibstoffreaktoren, Kroganisch, Anos, Pferdekopf. Ich glaube, die kennen wir alle schon. Argos Roh. Ich glaube tatsächlich, kennen wir alle schon. Ich gehe mal kicken nach den Quests, die wir jetzt haben. Oh, es ist mal weiter oben und nicht ganz unten. Alter, Gott sei Dank. Wärmeeinheit. Achso, das können wir sowieso alles nicht mehr machen hier, ne? Omega, Mechanica, Eden Prime. Predigt aktuelle Verschlüsselungen. Finden Sie die Verschlüsselungen? Reaper-Code-Fragmente, Technologie, Hades Nexus. Obelisk. Silan, Cerberus, Array. Priorität Ranoch. Also wir müssen... Oh nein. Wir müssen nach Ranoch auf jeden Fall. Die Treibstoffreaktoren gehören nicht zur Priorität. Die hatten wir auf der Map gerade auch schon gesehen. Dann werden wir erstmal das machen. Die Treibstoffdinger waren irgendwo hier. Wissenschaftler finden. Da, Treibstoff. Das werden wir zuerst... Ach nee, Quatsch, ich wollte ja erst nochmal zur Citadel. Oh, das ist sogar sehr laut. Ich wollte ja eigentlich erstmal zur Citadel und mit Miranda. Und, mit Cortez sprechen, weil ich das in der letzten Aufnahme ja nicht gefunden habe. Deswegen wollte ich das zuerst machen. Da. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Bin ich richtig? Oh, Tali steht beim Gericht. Okay, dann gehen wir auch mal zu Tali. Vielleicht hat die auch irgendwas zu sagen. Ja, geh mal aus dem Weg. Ist hier auf der Citadel eigentlich auch Legion oder traut er sich nicht raus, weil gefährlich, ne? Weil immerhin, er ist ein Geth. Und ich bin mir nicht sicher, ob das für ihn eine gute Idee ist. Was ist denn hier passiert? Müsste die nicht hier sein? Ihr Name ist Tashia Paray. Oh, hier ist auch... Hä? P-O-R-A-I. Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo sie im Einsatz war. Können Sie mir sagen, ob sie Befehl hat, keine Verbindung mit ihrer Familie aufzunehmen? Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal von ihr gehört habe. Ja. Aber wenn sie verletzt wäre, würde ich verständigt, oder? Ja, ich bin als ihre Bindungspartnerin eingetragen. Ja, ich bleibe dran. Ihr Name ist Tashia Paray. Natürlich. P-O-R-A-I. Nein, mir ist klar. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Alle Einnahmen von heute kommen den Kurier. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Ja, Sportartikel knarren oder was? Ist klar. Achso, das ist bestimmt... Das sind bestimmt noch Restspuren von dem Angriff. Da ist Liara. Hä, wo ist die Olle denn? Wo ist denn unsere Olle Schnucki? Ich bin, glaube ich, blind. Ich sehe sie nicht. Es muss
einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Ach, da. Ich sagte Ihnen doch bereits, dass wir nichts abgeben können. Wir bezahlen auch. Es geht nicht um Geld. Durch den Krieg auf Palavin und den Putschversuch hier sind die Vorräte einfach zu knapp. Wenn mein Volk keine Antibiotika und Medigel bekommt, werden Tausende von uns sterben. Dann hätten sie sich einen besseren Zeitpunkt aussuchen sollen, um gegen die Geth in den Krieg zu ziehen. Es muss einen Weg für uns geben, an mehr medizinische Vorräte ranzukommen. Tali hat vor einigen Jahren die Citadel gerettet. Mäßigen Sie Ihren Ton. Sie haben recht. Wir sind im Moment alle ziemlich angespannt. Aber wir haben nicht mal genug Medigel für unseren eigenen Bedarf. Wir können Ihrem Volk gerade nicht helfen. Es tut mir leid. Verdammt. Danke, dass Sie versucht haben zu helfen. Mehr oder weniger versucht. Das war's jetzt? Jo, das war's jetzt. Okay. Wir haben es zumindest versucht. Was soll's? Wir haben es versucht. Gehen wir mal zu den Botschaften. Da müsste dann Miranda noch sein. Ich hoffe es zumindest, dass sie noch da ist. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ja. Sehr gut. Also, lieber Nemasuk. Ich bin mal gespannt. Ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten. Der Antrag ihrer Tochter ist bearbeitet worden. Was? Sie sagten doch, das sei unmöglich. Wie haben Sie das angestellt? Ich habe mit Freunden gesprochen, einige Gefallen eingefordert und bin ein paar Nächte länger aufgeblieben. Ich war nicht sicher, ob es klappen würde, aber alles ist in Ordnung und Ihre Tochter reist morgen nach Tessia ab. Eine Begleitung kommt mit, um dafür zu sorgen, dass sie ihre Verwandten auf der Heimatwelt auch tatsächlich erreicht. Danke. Vielen Dank. Sie sollten die Zeit bis dahin mit ihr verbringen. Ich kümmere mich um den Rest. Oh krass, dass sich da die Geschichte mal weiterführt und die nicht irgendwie ständig immer dasselbe erzählen. Das ist interessant. So. Angeblich ist hier Miranda drin an einem Monitor, das neben dem Hauptdingens irgendwo ist. Hier. Ah, okay. Alles klar. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich wollte gerade sagen, wir gucken, ob hier was Neues ist. Ist aber nicht. Das habe ich nicht gesehen. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Nehmer. So, ich hätte das komplett übersehen. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Mhm. Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht, aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Mm. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Okay. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Mhm. Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber... ich muss das selbst erledigen und aufhören, von meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Wahrscheinlich nicht. Nein, könnte ich nicht. Oi, 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 oi. Das da würden wir, glaube ich, auch noch... ganz schön was durchmachen in naher Zukunft. Gut, okay.
Dann schauen wir jetzt nochmal, ob wir Cortez da oben irgendwo finden. Der ja angeblich auf der zweiten Etage irgendwo steckt im Purgatory. Mal gucken, ob wir ihn finden. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. So, jetzt ist aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch da bin. Wo hast du geparkt? Ich bin mit dem Rapid-Transit gekommen. Und dabei hast du den heißesten Wagen auf der ganzen Citadel. Ich habe auch die neue Lackierung gesehen. Ich habe ihn vor ein paar Wochen verkauft. Was? Aber du hast den Wagen doch geliebt. Ich weiß. Du hast doch von nichts anderem als diesen Wagen gesprochen. Ich weiß. Ja, wenn das Geld knapp wird, ne? Dann kommt man manchmal nicht drum rum, was zu verkaufen, das man eigentlich geliebt hat. Wer bist du denn? Ja, machen Sie es zum Pflichtlektüre. Licht auf dem Schiff. Der Weg der Justikan. Einfach alles. Ich habe in dieser Sache die Unterstützung von Matriarchin Ephita. Jede Asarium-Frau soll denken wie eine Jägerin. Okay. Na dann viel Erfolg. Mein Freund besorgt uns ein paar herrenlose Kisten. Sie stellen ihr Schiff bereit und wir teilen den Gewinn. 50-50. Was halten Sie davon? Ich sollte Ihre verdammte Kehle aufschlitzen. Was? Darf ich diese Vorräte vielleicht haben für Tully? Ach da! Ja, toll. Sie haben es geschafft. Denken Sie was mit mir. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ja. Sie sehen zufrieden aus. Wir hatten recht. Gestern ist vorbei und morgen könnten wir alle tot sein. Das heute zählt. Ich werd's nicht vergeuden. Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen dieser Club gefällt. Man muss nicht erregt sein, um schöne Bewegungen zu genießen. Ich spüre hier Energie. Pures Leben. Und einige Anblicke in der Menge sind auch nicht zu verachten. Bitte was? Ich bin auch ein Anblick? Warum wollen die alle was von mir? Lass mich in Ruhe. Gut. Ich kann auf Konkurrenz verzichten. Auf Sie, Steve. Und auf Sie, Shepard. Ein guter Freund, als ich ihn brauchte. Danke. Für alles. Bitte. Immer wieder gern. Ich will doch nur meine Tully haben. Was anderes will ich schon nicht. Edie und Joker, ach, die sitzen auch immer noch da. Gibt's bei euch irgendwas Neues? Sie sind dran. Ratsherrin Irissa. Nicht heiß. Zu viel Make-up. Darauf stehe ich nicht. Shaira, die Konsortin. Heiß, würde ich sagen. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Wie geht's? Also ich hatte recht, Shaira, die wo wir da an dieser Feier getroffen haben, ne, wo wir auch wieder schleichen mussten. Das war tatsächlich die Konsortin vom ersten Teil, wo wir ihr geholfen haben. Weil da ein bisschen Mist erzählt wurde und so. Ne? Also ich hatte da tatsächlich doch den richtigen Riecher. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf zur Nebenquest in der nächsten Folge. Bis gleich. Ankunft.